Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigolzwil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel. Die Impulsgeber und Stimme von der Wirtschaft in der Region. Seit 2 Jahren ist der studierte Maschinenbauer Erich Ärmel der CEO von der Willi A. Bachhofen AG mit Sitz zu Muttenz. Ein typisch mittelständisches Unternehmen, das seine hochspezialisierten Geräte in alle Welt exportiert. Aber auch ein KMU mit ganz speziellen Strukturen. 100% der Firma sind im Besitz der Angestellten. Und es gibt Auflage, auch weiterhin in der Schweiz zu produzieren. Welche Philosophie steckt hinter diesen Vorgaben? Und was braucht der KMU wie die Willi A. Bachhofen AG, damit es am Standort in der Region Basel konkurrenzfähig bleibt gegenüber den Mitbewerbern aus dem Ausland? Darüber und über andere Themen reden wir mit dem Erich Ärmel in den nächsten 25 Minuten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Mein Name ist Christian Keller und heute ist unser Gast im Gondeli der Erich Ärmel, der CEO von der Willi A. Bachhofen AG. Ganz herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Grüezi, Herr Keller, vielen Dank auch. Ich freue mich sehr. Ich würde gerne das Gespräch anfangen mit einem Zitat, das ich gelesen habe von Ihnen, und zwar in der Zeitung. Dort ist gestanden, ich zitiere: Mit unseren Produkten kommt man täglich in Kontakt, aber unsere Technologie kennt so gut wie keiner. Das haben Sie gesagt über Ihre Firma, über die Willi A. Bachhofen AG. Was macht Ihre Firma? Wir sind ein Maschinenbaubetrieb aus Muttenz, ursprünglich aus Basel. Und wir haben 2 Produktereihen. Das eine sind Mischer und das andere sind sogenannte Rührwerkskugelmühlen. Und in beiden Bereichen tun wir verschiedenste Industrien global beliefern. Und das ist jeden Tag spannend, mit was für Anwendungen dass wir hier in Kontakt kommen. Das kann einerseits sein aus dem Farben- und Lackbereich, sämtliche Farben, sei das Interieurfarben, sei das Autolack, sei das Nagellack, das wird eigentlich alles in Flüssigform vermahlen, zerkleinert oder im Fachjargon sagt man dispergiert und dort liefern wir die Mühlen dazu. Und aus dem Bereich heraus ist ab den 60er Jahren das diffundiert in andere Industrien. Und mittlerweile beliefern wir Kosmetikindustrie, Pharmaindustrie, Agrochemie, Batterieindustrie, die natürlich sehr stark wachsend ist, aber auch beispielsweise Lebensmittelindustrie, wo man dann ganz spannende Sachen mit unserer Technologie machen kann. Sie haben der Firma sitzt in Muttenz, Sie sind international aufgestellt. Wie viele Angestellte haben Sie? Wir sind in Muttenz gut 100 Personen. Haben einen Exportanteil von 97% und haben jetzt über die letzten Jahre auch ein Netzwerk von Tochtergesellschaften aufgebaut. Wir haben mittlerweile global 5 Tochtergesellschaften. Eine weitere ist in Gründung gerade und sind total 170 Personen. Also sind Sie, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, ein typisch schweizerisches, hochspezialisiertes KMU, das eigentlich global vorkommt, aber niemand kennt? Das ist absolut korrekt. Ja, das ist richtig. Man kennt uns relativ schlecht in der Gegend, weil wir halt so einen hohen Exportanteil haben. Gut, dann reden wir doch nachher über die Themen, die für Sie wichtig sind als Unternehmen und die auch im Zusammenhang stehen mit diesem Format, nämlich so der Dialog Gesellschaft, Wirtschaft, Politik. Zuerst aber noch zu Ihnen. Wer sind Sie? Ich bin Maschinenbauer von Beruf, habe ursprünglich Mechaniker gelehrt, also bin selber an der Drehbank und an der Fräsmaschine gestanden. Und bin dann über das Ingenieurstudium nachher in den Verkauf hineingekommen und durch das dann auch immer weltweit unterwegs gewesen. Ich habe Familie mit meiner Frau zusammen, wo wir im schönen Seetal im Kanton Aargau und haben 2 Söhne. Das heisst, Sie haben es jetzt schon gesagt, auf dem Dialekt, Sie sind nicht durch Urbasloch. Nein, das bin ich nicht. Nein, ja, das ist korrekt. Aber Sie fühlen sich wohl im Muttenz. Absolut, ja. Es ist lässig, hier zu sein und auch die Dynamik zu spüren hier aus der Region Basel. Gut, jetzt würde ich gerne zuerst über den Punkt reden, den Sie jetzt angedeutet haben. 97% ist Export. Wie wichtig
ist der Standort in der Region Basel für Sie, also vor allem auch mit Ihrem Unternehmen, welche Kriterien sind für Sie entscheidend, wo Sie auch gegenüber den politischen Vertretern zum Ausdruck bringen, was Sie brauchen in der Region Basel? Also zum ersten Punkt, der Standort Basel ist für uns enorm wichtig. Warum? Wir sind sehr traditionell geprägt und wir haben sogar in unseren Statuten verankert, dass wir in der Grossregion Basel produzieren wollen. Das hat der Gründer, der Herr Bachhofen, noch dazu mal so initiiert. Und das ist entsprechend für uns wichtig. Auf der anderen Seite, ich sage es richtig, das stellt natürlich enorme Herausforderungen an uns. Dass wir produktiv sind als Maschinenbauunternehmen. Ein Grossteil der Maschinenindustrie in der Schweiz ist in den letzten 50 Jahren weggebrochen, ins Ausland verlagert worden. Das wollen wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht an anderen Standorten können und wollen produzieren, aber wir wollen am Standort und an der Fertigung hier in der Grossregion Basel festhalten. Und entsprechend sind uns natürlich die politischen Themen, die uns die richtigen Rahmenbedingungen bringen, wichtig. Und das stellt uns tagtäglich vor Herausforderungen. Ein riesiges Thema war jetzt natürlich gewesen, letztes Jahr auch die ganze Strommangellage mit den Energiepreisen. Das sind Kosten, die wir jetzt hier aktuell zu tragen haben, weil wir auch im freien Markt sind, die enorm sind, die wir wieder irgendwie im Markt müssen abwälzen. Bleiben wir gerade bei diesem Thema. Wie gut haben Sie das Gefühl, werden Sie verstanden, wenn Sie als Unternehmen, als Vertreter aus der Wirtschaft so etwas ansprechen? Da ist Politik teilweise dann ein bisschen zu langsam, weil der Markt, das haben wir gerade sehr, sehr direkt gesehen da letztes Jahr, der Markt spielt extrem schnell, sehr unerwartet, und da hat von der politischen Seite her die Reaktivitätszeit ist eher träge. So viel Zeit haben wir in der Industrie entsprechend nicht. Also was würden Sie sich wünschen? Was müsste die ändern? Ja, dass man dann so Themen vielleicht ernster nimmt. Wir fahren natürlich in der Schweiz eine Politik, die nicht sehr wirtschaftsunterstützend ist, wie wir das in den angrenzenden EU-Ländern vielleicht sehen. Das ist grundsätzlich okay. Aber mit so Tendenzen ist auch ganz klar wieder immer die Frage, lohnt sich das noch, an einem Standort Schweiz denn überhaupt zu produzieren? Genau, das ist die entscheidende Frage, oder? Wo wir uns ja auch oft in diesem Podcast stellen, also vor allem in der Region Basel. Darum habe ich auch gefragt, was sind die entscheidenden Komponenten? Jetzt, wenn Sie sagen, nicht so wirtschaftsfreundlich, was meinen Sie mit dem konkret? Sie meinen in der Schweiz? Ja. Oder was würden Sie sich mehr wünschen? Ich habe so gefragt. Ja, das ist natürlich ein ganzer Blumenstrauß von Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen einerseits Land. Wir sind am Expandieren als Firma. Land, Industrie und Gewerbeland hier in der Grossregion Basel ist enorm schwierig für uns als KMU. Auch wieder im Hinblick, dass unsere grossen Mitbewerber natürlich wesentlich günstigere Standorte haben in der Welt. Und das ist ein Hauptkriterium. Dann sicher auch das Verständnis für die Industrie, für die produzierende Industrie. Das fängt mit Regulierungen an. Auch Bauverordnungen, wo wir natürlich eingeschränkt sind, dass wir da stark unterstützt sind. Auch natürlich mit der ganzen Nachhaltigkeitsthematik, mit den Regulierungen, die wir hier haben, die ich absolut unterstütze. Aber die Politik soll dann auch entsprechend die Wirtschaft unterstützen, dass das bewältigt werden kann. Warum finden Sie nicht mehr Gehör aus Ihrer Sicht? Was ist der Grund? Die produzierende Industrie ist stark abgewandert aus der Schweiz. Die hat nicht mehr so einen grossen Stellenwert. Wir haben natürlich sehr viel Dienstleistungsindustrie auch, die sehr, sehr attraktiv ist. Wir haben sehr Forschungsindustrie, was auch sehr attraktiv ist. Und da sind wir mittlerweile natürlich nicht mehr so stark vertreten mit unserer Meinung. Ja. Sie brauchen ja auch Fachkräfte. Und da ist meine Frage, finden Sie die in der Region Basel und sind Sie zufrieden mit der Ausbildungsqualität, die Sie bekommen? Es ist extrem herausfordernd, dass wir auch genug Fachkräfte
hinkommen. Ist es schon immer gewesen und die Tendenz ist ganz klar verschärfend im Moment. Wir haben sehr viele Mitarbeitende aus angrenzenden Ländern. Die Ausbildungsqualität, die ist extrem wichtig, weil wir wollen natürlich als Schweizer Maschinenbauhersteller auch immer Top-Technologien liefern. Anders geht es nicht. Also brauchen wir auch wieder top ausgebildete Leute. Das, sage ich, haben wir ein relativ gutes Niveau, aber grundsätzlich natürlich zu wenig. Man sagt ja, die Schweizer Produkte sind eben Qualitätsprodukte, darum sind sie auch teurer. Aber weil sie so gut sind, dass man eigentlich die muss nehmen, geht das dann auch. Und darum ist meine Frage, auch hier, wenn es um die Ausbildungsqualität geht, auf was legen Sie da Wert? Also was ist für Sie dort das Wichtigste, was Sie den Leuten sagen, wenn sie auf das angesprochen werden? Auch vielleicht im Austausch mit den Institutionen, mit der ETH, mit anderen Schulen, die für die Ausbildung zuständig sind. Unsere Leute brauchen eine unglaubliche Flexibilität. Sie müssen eine Eigenverantwortung mitbringen. Nur so können wir uns in unserem hochpreisigen Umfeld erfolgreich behaupten. Es ist nicht möglich, dass wir Strukturen haben, wie man es oft natürlich auch in asiatischen Ländern antrifft, wo nur über Stufen, über die Hierarchien entschieden wird, sondern unsere Leute müssen in der Lage sein, kreativ zu sein und gleichzeitig auch können die richtigen Entscheidungsgrundlagen schaffen. Finden Sie die Leute noch? Die Leute, die finden wir nicht einfach immer so auf der Straße, sondern wir schauen natürlich auch, schauen, dass wir sehr viel in unsere Mitarbeitenden investieren können und die entsprechend auch ausbilden. Ja. In diesem Zusammenhang, auch gerade in der Region Basel, ist natürlich immer das Thema auch das Verhältnis Schweiz-EU, wo da auch Zuwanderung regelt. Gerade die grossen Firmen in der Region Basel legen sehr, sehr Wert darauf, dass man bald ein Rahmenabkommen hat. Man hat ruhige Verhältnisse, stabile Verhältnisse, ist dann das Argument. Ist das Ihnen auch ein Anliegen? Sind Sie da auch der Meinung, dass das nicht gut ist für die Schweiz, wie das momentan in diesem Verhältnis geregelt ist oder wie das funktioniert? Bin ich ganz klar auch der Meinung. Ja, wir brauchen das Rahmenabkommen, wir brauchen klare Richtlinien mit der EU. Gerade wir aus dem Maschinenbau haben jetzt die Thematik, dass der Bereich von der Maschinenrichtlinie, der wird nächstes Jahr auslaufen. Also ist das auch wieder eine grosse Herausforderung für uns. Können Sie uns ein bisschen mehr an diesem Beispiel erzählen? Kann man das? Also, das ist eine Regulierung, ich bin da jetzt nicht vom Fach, ist das eine Regulierung, die man abgemacht hat, die läuft aus und nachher ist das einfach rechtsfreier Raum, oder? Genau, im Moment rechtsfreier Raum. Da gibt es noch keine klare Tendenz und da hoffen wir natürlich, dass wir da wieder Klarheit schaffen und dass wir uns auf unser Tagesgeschäft fokussieren können. Wenn Sie es von außen verfolgen, die politischen Diskussionen, was ist aus Ihrer Sicht der Grund, dass es noch keine Übereinkunft gegeben hat zwischen der EU und der Schweiz? Und ist das irgendwo auch, weiß auch nicht, weil es die Wirtschaft nicht anbekommt, vielleicht zu wenig gut lobbyiert? Was sind die Gründe aus Ihrer Sicht? Da gibt es sicher verschiedene Gründe. Einer ist ganz sicher verhandlungstaktische Punkte. Vielleicht lobbyieren, ja. Die Schweiz hat natürlich verliert vielleicht auch Einfluss oder auch Wichtigkeit für die EU auch. Die EU hat grosse internationale Herausforderungen, die sie zu lösen haben. Und das ist vielleicht das Thema Schweiz nicht immer an erster Stelle auch. Und denken wir, ist auch nicht mehr so bereit, alle Kompromisse einzugehen. Ja. Merken Sie im Umgang, also im Kontakt mit Kunden, mit Partnerfirmen, dass das einen Einfluss hat? Das hat ganz klar einen Einfluss für uns als Exportunternehmen. Das ist schon fort bei allen Zollformalitäten natürlich auch bei den einfachen Tagesgeschäftssachen. Ja, das merkt man. Und nachher geht es natürlich weiter im Bereich Forschung. Wir haben global Forschungsprojekte mit Universitäten und mit anderen Industriefirmen. Und das ist sicher in den letzten zwei Jahren nicht einfacher gemacht worden, aus dem EU-Raum raus die Forschungsprojekte aufzugleisen. Wir sind jetzt in der Hälfte von dem Gespräch, weil wir oben angekommen sind auf der Bergstation, da mit ein bisschen Leute.
Das geht dann wieder vorbei. Ich würde gerne an diesem Punkt bleiben. Das heisst, Sie haben eigentlich einen Wettbewerbsnachteil aus Ihrer Sicht. Also es ist für Sie nicht einfacher geworden in diesem Zusammenhang. Das ist ganz klar so. Da gibt es institutionelle Programme, die vorbereitet sind, die die Schweiz auch abfangen. Aber es fährt schon mal an mit einer gewissen Unsicherheit, wenn man mit diesen Partnern die Diskussionen einsteigt, wie man so etwas könnte aufgleisen könnte. Also die zögern dann und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie das weitergeht, darum machen wir jetzt keine Zusammenarbeit. Oder wir können sie mal assistieren. Das ist korrekt. Es gibt eine Verzögerung, es dauert länger, es ist aufwendiger schlussendlich. Und die Institutionen aus den EU-Ländern sind auch nicht sehr erpicht, denen so einen Weg einzuschlagen. Ja. Ja. Wie soll das weitergehen? Auch hier erhoffen wir uns natürlich, dass wir über ein Rahmenabkommen dann wieder, auch hier können die bilateralen Vereinbarungen wieder auf ein gutes Fundament bringen. Haben Sie sich schon überlegt, selber in Politik zu gehen, um dort ein bisschen Druck zu machen und das besser zur Sprache zu bringen? Das habe ich mir schon manchmal überlegt, ja, aber ist, glaube ich, nicht das Richtige für mich. Ich bin zu wenig der Typ für das. Wieso? Ja, ich habe, glaube ich, zu wenig Geduld. Aber haben Sie ja das Gefühl, es wäre gut, wenn in der Politik mehr Wirtschaftsleute drin wären? Also, wo wirklich auch in den Firmen drin sind? Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, die Aussage. Ja. Dass man da gut vertreten ist. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und zwar zur Industrienacht. Die hat letztes Jahr das erste Mal in der Region Basel stattgefunden. Das war im September, gewesen, wo diverse Firmen in der Region, grosse wie kleine, Türen geöffnet haben in einer Nacht, wo dann die Breitbevölkerung Gelegenheit bekommen hat, mal einfach einen Eindruck zu bekommen. Und ich sage jetzt das, weil es ja auch in einem Podcast immer ein bisschen um Dialog geht zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Sie haben dort mitgemacht, Sie sind dort auch zitiert worden in den Zeitungen, weil Sie sehr eine positive Bilanz gezogen haben davon. Warum haben Sie bei der Industrienacht mitgemacht? Warum haben Sie die Türen geöffnet? Was haben Sie mit dem wollen den Leuten zeigen? Was haben Sie wollen mit dem erreichen? Wie eingangs erwähnt, uns kennt man nicht sehr gut in der Region. Entsprechend kommen Fachleute aus unserem Gebiet auch sehr erstaunt zu uns in die Firma und sehen, was wir für eine lässige Firma sind, wie modern das wir auch sind. Und das wollen wir generell bekannter machen, hier in der Grossregion Basel. Und da haben wir uns entschlossen, hier mitzumachen. Und für uns ist es ein absoluter Erfolg geworden, schlussendlich. Warum ist es ein Erfolg gewesen? Was haben Sie können den Leuten vermitteln? Haben Sie können, also mal überhaupt darauf hinweisen, was Sie eigentlich machen? Das haben wir am Anfang besprochen. Oder haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben können den Wert, wo sie erbringen, den Leuten klarer machen, dass vielleicht eben auch ihre Anliegen mehr zur Geltung kommen? Wir haben an diesem Abend gearbeitet, in unserer mechanischen Fertigung. Wir haben gearbeitet in der Montage und wir haben dann Führungen gemacht für die Besuchenden durch unsere Firma durch und die waren beeindruckt. Mhm. Warum? Wir sehen natürlich in dieser Grossregion Basel nicht mehr viel Produktionen oder wir dürfen dann, wenn es im Bereich Pharma ist, vielleicht auch gar nicht in die Produktionen hineingehen mit so vielen Leuten. Und die Leute sind sich das gar nicht so gewöhnt oder haben gar nicht natürlich gewusst, wie das noch entsprechend bei uns in der Region kann Mehrwerte so generiert werden. Und das ist ein Erfolg gewesen und haben wir uns natürlich auch entsprechend gut vorbereitet, um diesen Leuten etwas Lässiges zu bieten. Haben dann die auch noch verpflegt. Mhm. Und haben dann unseren Mischer natürlich auch noch verwendet, um unsere Drinks zu mischen in der Bar, die wir hatten, mit Live-Musik. Gut, das kommt euch immer gut an, solche Sachen, so ein Unterhaltungsprogramm. Ist das etwas, was man mehr muss machen als Firma? Haben Sie jetzt auch vielleicht aufgrund dieser Erfahrung mit der Industrienacht für sich beschlossen, dass Sie noch mehr werden an die Öffentlichkeit gehen, mehr so Anlässe durchführen? Das können wir sicher unterstützen. Wir müssen natürlich einen Rahmen haben, den wir als KMU auch entsprechend bewältigen können. Wir haben relativ viel Aufwand betrieben für die Industrienacht. Die wird jetzt nächstes Jahr wieder stattfinden und wir werden dort auch wieder mit Freude teilnehmen daran und dort auch wieder etwas Lässiges können auf die Beine stellen. Und auch sonst machen wir mehr und mehr Tätigkeiten in der Region, dass wir uns da bekannter machen entsprechend. Ja. Aber Sie können sich vorstellen, als KMU, unsere Mittel sind dann irgendwo auch begrenzt und unsere Möglichkeiten. Klar, klar.
Ich würde gerne über den Gründer reden, also der Herr Willy A. Bachhofen. Er ist ja im Jahr 2000 gestorben. Er hat 1933 die Firma gegründet. Warum komme ich jetzt auf das? Sie haben eine ganz spannende Struktur, wenn man jetzt über langfristig ausgerichtetes Unternehmertum redet. Und zwar hat der Willy A. Bachhofen, wo die Firma 65 Jahre alt geworden ist, eine Unternehmensstiftung gegründet. Und ich habe mich doch ein bisschen eingelesen, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Das läuft so, verdiente Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die in Führungsfunktion in die Firma kommen, die werden wie Aktionär. Und wenn sie die Firma verlassen, gehen sie die Aktien wieder zurück. Und das sollte das Modell sein, damit die Firma langfristig so mit der Philosophie, die der Gründer hatte, kann weiter funktionieren. Ist das richtig? Habe ich es richtig zusammengefasst? Das ist absolut korrekt, ja. Wie nehmen Sie das wahr? Was bedeutet das für Ihre Unternehmung? Wir haben das oberste Ziel, dass die Firma auf Ewigkeiten besteht und unabhängig ist. Und man darf wirklich sagen, der Herr Bachhofen war ein Visionär und hat auch das Visionär aufgebaut. Wir sind in der Schweiz die erste Firma gewesen, wo das so strukturiert wurde. Mittlerweile gibt es noch ein paar andere, aber es ist natürlich eine Seltenheit, dass 100% von den Aktien bei den Mitarbeitenden liegt. Und das quasi bei allen zusammen. Und das spürt man nicht eins zu eins im Tagesgeschäft. Im Tagesgeschäft funktionieren wir ganz normal wie eine Aktiengesellschaft. Und wir haben einen Verwaltungsrat und wir haben entsprechend einen Stiftungsrat. Wir haben einmal im Jahr Generalversammlung und dort sind dann halt unsere Mitarbeitenden mit ihrem entsprechenden Stimmrecht dabei. Und wir strengen uns an, dass wir natürlich auch können Dividenden ausschütten und entsprechend können unsere Mitarbeitenden am Erfolg von der Firma partizipieren. Also, aber das ist richtig verstanden, wenn Sie ein Führungsgespräch haben mit einem Mitarbeiter, dann ist das eigentlich ein Aktionär, mit dem Sie reden? Das ist korrekt, ja. Und das funktioniert? Oder das ist wahrscheinlich, wenn man reinkommt in die Firma, noch speziell, oder? Wie würden Sie das jemandem beschreiben? Hervorragend, das merkt man eigentlich im Tagesgeschäft nicht. Der Aktionär hat gemäß Gesetzgebung seine Aktionärsrechte und die werden entsprechend auch bei der Generalversammlung spätestens entsprechend eingelöst. Aber sonst im Tagesgeschäft merkt man das eigentlich nicht. Dann muss ja im Verwaltungsrat der Charge erteilt werden, also das Vertrauen ausgesprochen werden. Das sind ja eigentlich dann die Angestellten, die das Vertrauen der Vorgesetzten oder der Führungsperson aussprechen, so, oder? Das ist korrekt, ja. 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 Jetzt ist für mich die Frage, die ich mit dem auseinandergesetzt habe, das ist sehr inspirierend und ja auch von der Anspruchshaltung sehr interessant. Aber in dieser kurzfristigen Welt, geht das noch? Das geht, ja. Ich nehme es als Beispiel, es ist ähnlich wie die Schweiz, es ist eine sehr direkte Demokratie. Oder? Und wir müssen natürlich aus dem Verwaltungsrat und aus der Geschäftsleitung uns anstrengen, wie in jeder Firma, dass unsere Mitarbeitenden zufrieden sind und dass wir die können halten können und dass wir mit den Mitarbeitenden zusammen können wachsen können. Und wir müssen die Schnelligkeit haben in dem schnelllebigen Markt, dass wir uns da stetig weiterentwickeln. Und das funktioniert hervorragend. Ist es vielleicht sogar wie ein Abhebungsmerkmal, dass man sagen kann, all die anderen Firmen, die sind vielleicht an der Börse oder börsenkotiert, die denken im Quartal und wir mit unserer Firmenstruktur sind befreit von dem und können viel langfristiger vorgehen, dass es sogar ein Wettbewerbsvorteil ist? Ganz korrekt, ist es auf jeden Fall. Oder so das Klassische ist einerseits, man hat den Patron in der Firma und als einzigen Aktionär und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, die Börse kortiert die Unternehmen. Wir sind nicht interessiert grundsätzlich an Quartalszahlen. Das interessiert uns nicht, sondern wir denken wieder langfristig. Auch wenn wir Investitionen tätigen, dass wir nicht einen Zeithorizont haben für das nächste 1-2 Jahre, aber vielleicht für die nächsten 20 Jahre. Das ist uns extrem wichtig. Wir sind extrem gesund auch und das soll auch oberstes Credo sein und bleiben. Okay, jetzt gehe ich davon aus, auch Ihre Branche ist sich aufgrund von der Digitalisierung und auch von der ganzen Nachhaltigkeit, die ein grosses Thema ist, massiv am Verändern.
Können Sie uns ein bisschen beschreiben, Sie haben schon ein bisschen die Standortfaktoren beschrieben jetzt im Gespräch, aber können Sie uns ein bisschen auch noch beschreiben, allgemein, was sind die Herausforderungen, die Sie in Ihrer Branche haben? Was verändert sich? Es verändert sich extrem viel. Digitalisierung ist ein riesiges Thema für uns. Auch hier wieder als KMU, wenn wir einerseits erste Liga spielen, dass wir da höchste Produktivität haben. Auf der anderen Seite sind dann halt auch die Ressourcen und damit meine ich auch die personellen Ressourcen nicht immer gegeben. Auch bezüglich IT-Sicherheit beispielsweise, wo wir sehr, sehr viel unternehmen. Das ist eine grosse Herausforderung für uns. Nachhaltigkeit ist eine grosse Chance für uns auch. Ich sehe das als Chance, weil unsere Produkte auch sehr viel mit Produktion oder nachhaltiger Produktion von unseren Kunden zu tun haben, wo wir auch jetzt ein neues Produkt letztes Jahr auf den Markt gebracht haben, wo man eigentlich versucht, aus einer Mühle raus, das als chemischen Reaktor zu verwenden und das in Zukunft mit weniger Lösemitteln und weniger Energie. Also, sehen Sie es richtig, da tun sich auch neue Geschäftsfelder auf? Absolut, ja. Einerseits neue Geschäftsfelder aus dem bestehenden Geschäft raus, wo wir wieder mit der Rührwerkskugelmühlen in weitere Industrie rausgehen. Da kommen extrem viele Start-ups mit neuen Ideen, die bei uns können wir Versuche machen können, die sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Und auf der anderen Seite ganz spezifisch, wo wir auch investieren, dass wir weitere Produkte können entwickeln und auf den Markt bringen für das Thema Nachhaltigkeit. Jawohl. Ist dort die Region ein Vorteil? Weil die Nachhaltigkeit, das ist in Basel, also das höre ich als Journalist täglich 5000 Mal, das Thema Nachhaltigkeit. Sind Sie da jetzt von der Grundausrichtung am richtigen Ort? Im Bereich Forschung und Entwicklung, denke ich, sind wir am richtigen Ort. Das Thema ist sehr stark verankert. Die Befürchtung ist natürlich, wenn das Ganze wieder in die Fertigung hineingeht, wo das Ganze wird stattfinden, wird das in der Schweiz sein, wird das noch in Europa sein oder wandert das dann auch irgendwo in die Billiglohnländer ab? Ja. Ja, also Billiglohnländer, das ist in dem Sinn das, was ich am meisten kritisiere, dass eigentlich dort dann ja, der Prozess weggeht. Ja, das ist wieder der Teil, dass wir 97% exportieren, weil natürlich viel Forschung wird hier gemacht auf unseren Labormühlen. Ja. Und nachher habe ich die grossen Mühlen, die grossen Produktionen, die liefern wir dann nach Indien und nach China. Mhm. Ja. Gut, das ist eine Tendenz, die gibt es schon lange, seit die Globalisierung angefangen hat. Wird die so weitergehen? Wir werden. Sie haben ja auch eine Präsenz in diesen Ländern. Also, ja, meine, Sie sind dort. Die Präsenz dort, ja, das ist extrem wichtig für uns, dass wir dort vor Ort sind. Ich würde mir erhoffen, dass das Ganze global breiter abgeschützt ist. Gerade wenn wir liefern im Bereich Pharma, dann werden natürlich 90% der weltweiten Pharmazeutika in Indien oder in China hergestellt und wir haben dann in Europa entsprechend eine grosse Abhängigkeit und da wünsche ich mir natürlich eine grössere Diversifizierung. Genau, wir sind fast am Ende von dem Gespräch. Das hat man ja während der Corona-Pandemie ganz deutlich gemerkt. Ich würde sagen, das ist ein klarer Missstand, der da zum Forschen gekommen ist. Die Abhängigkeit von einzelnen Ländern, die wir dann plötzlich hatten in der Schweiz. Ja, das ist eigentlich beängstigend. Man hat es gewusst, über Jahrzehnte ist das der Trend gewesen. Und dann plötzlich kommt so ein außerordentliches Ereignis und man wird sich dem noch viel stärker bewusst. Und da wäre jetzt die Politik gefordert, um zu schauen, dass wir die Abhängigkeiten reduzieren können. Wir sind gespannt, wie die Politik da weiterfährt, ob man die Botschaft verstanden hat. Das werden wir sehen in den nächsten Jahren. Herr Ermel, ganz herzlichen Dank, sind Sie heute hier gewesen. Meine letzte Frage ist immer die gleiche. Was wünschen Sie sich für das Jahr? Ich wünsche mir eine Stabilisierung der Lieferketten, dass wir wieder einfacher, strukturierter produzieren können und auch, dass unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte wieder zügiger umgesetzt werden können. Auch ich danke Ihnen, Herr Keller, vielmals für das Gespräch. Ausgezeichnet. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen. Das war es von Wirtschaft on Air. Vielen Dank für Ihr Interesse. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Das könnt ihr auf Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Kanälen, die es gibt, wo man Podcasts hören kann.
dann sind wir immer dabei bei diesen spannenden Gesprächen mit Wirtschaftsleuten aus der Region Basel. Tönt uns Bewertungen geben. Bewertet uns gut, würde uns freuen oder kritisiert uns auch, das gehört auch dazu. Vielen Dank fürs Interesse und auf eine nächste Sendung. Auf Wiederhören. Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn Zreigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel. Die Impulsgeber und Stimme von der Wirtschaft in der Region.